hallo Freunde, grüß euch. Ja, wie ihr seht, what? Der Skyline ist weiß. Er hat auch andere Felgen bekommen. Ja, er hat auch andere Mäntel bekommen. Und euch die Karre jetzt mal nicht vorenthalten, wenn ich euch die jetzt mal präsentation. Ich habe mich da halt mal ein bisschen ausgetobt. Und naja, für die anderen, die das vielleicht noch kennen oder so ähnlich aussieht, kennen. Das ist das HB-Männchen. Ja, Hitlers Beste. Nicht Hitlers Beste, jetzt habe ich das nicht wirklich gesagt. Ey, what the fuck? Ja, Zigarettenmarke, ne? So, ich habe versucht, das mal ein bisschen detailgetreu nachzumachen. War ein bisschen rumgefummelt am Sonntag gestern. Und ja, das mit der Hand sieht vielleicht noch nicht perfekt aus, aber naja, irgendwie, man kann da wirklich rumfuchteln und die Striche da ein bisschen halt so klein zu kriegen. Wie gesagt, ich lasse das erstmal so. Vielleicht tue ich das hinterher noch mal ein bisschen verfeinern. Aber ansonsten, ja, habe ich ein einfaches und dezentes Styling hingelegt. Wie gesagt, das Nummernschild muss ich noch bearbeiten, fällt mir gerade ein. Aber das machen wir ja direkt mal. Das ist das, was ich immer auch beim Golf vergessen habe. So. Jawohl. So. T. Das ist ein T-Virus. So. Und muss ich groß schreiben. Zack. Haben wir geändert, Felice. So, jetzt kann man da noch mal mit so ein passendes Ding hin. Schlicht und einfach Hintergrund ändern. Scheiße, da ist irgend so ein Kack dahinter. Ja, dann nehme ich das. Das passt doch besser. Sehr schön. Gut. Naja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch dieses nette Wägelchen gefällt. Ja. Ich saß da halt, ich sag's nicht dran, über 2 Stunden. Man muss ja auch mal gucken, wie die Steuerung beim Stylen das von Need for Speed hier ist. Also es fehlen schon einige Vinyls, sind nicht mehr alle drin, die bei Need for Speed World drin waren. Und diese Seite hier ist die duplizierte Seite. Also mit der Seite habe ich angefangen. Da habe ich alles aufgebaut. Und einige Vinyls drin. Ich kann euch ja auch mal zeigen, wie viel Vinyls ich verbraucht habe. So, warte mal, hör mal auf jetzt. Nach unten. So. So war das. So. Linkes Fenster, weil ihr könnt auch, was war bei World nicht war, ging, könnt ihr auch bei World oben nicht die Vinyls ans Fenster machen. Hier geht das, eine coole Sache. Habt da ein bisschen mehr Platz. Wie gesagt, hier haben wir nur 5. Viel ist das nicht. Und das Blöde ist irgendwie auch, dass bei World war das halt nicht so. Da hat das nicht gezählt. Ihr habt dann nur 32 Vinylplätze gehabt. Ja, hier haben wir irgendwie mehr. Keine Ahnung, wie viel das jetzt ungefähr sein kann. Und das Blöde ist, wenn man von hier die dupliziert auf die andere Seite, zählt das auch nochmal. Also ich. Scheiße gemacht, ganz ehrlich. Also das nimmt dann schon mal wieder viel, viel Platz weg. Und wie ihr seht, hier habe ich einiges gesetzt. Da geht jetzt die ganzen Dinger durch, die ich gesetzt habe. Das mit der Hautfarbe, gleich kommt das Gesicht noch dran. Und da sind einige Vinyls draufgegangen. Angefangen habe ich ja noch unten mit der Hose, dann mit dem Gürtel. Ne, erst mit dem Oberkörper habe ich angefangen. Also mit dem Grundriss vom von dem hier, von dem ganzen Gelben da. Und dann habe ich mich nach unten gearbeitet und dann nach oben. Normalerweise Männer können ja auch noch irgendwie so 2 Beinschuss und 2 Füßkes, aber die habe ich mir halt gespart. Weil ich denke mal, so kommt das doch groß und fett und breit rüber. Dann wurde mir überlegt, na,
Ich mache Let's Plays, also gehört das vielleicht auch noch da drauf. Beim Golf habe ich es nicht gemacht, ne? Und dann halt irgendwie zwei stylische Rallye-Streifen noch drauf, also in Chrom. Schrift so vielleicht unten rein. Und Nissan ist ja High Performance, aber nach dem Motto, also, ne? Ich hoffe, es gefällt euch oder so, ne? Falls einer von euch nicht so spielt, der kann sich das gerne auch auf sein Auto machen, wenn er möchte. Ja, ansonsten, ja, lasst meine Kommentare wissen, ob ich mir was Gutes ausgedacht habe. Das ist nicht das, wie ich gesagt habe, dass ich das haben möchte oder dass ich da schon was hätte oder im Kopf hätte. In der letzten Folge habe ich das ja gesagt, aber es ist leider nicht so, wie ich das, ne. Also, wie ich das eigentlich irgendwie, was ich im Kopf hatte, hat mir nicht mehr gefallen. Keine Ahnung. Ich habe einen Kumpel damals bei Lim Camillo's World. Auch Need for Speed gespielt, der hat es gehabt am Anfang, mit dem konnte man es auch spielen, hat einen guten Computer, wo man es drauf daddeln kann. Und ja, da war halt das Skyline irgendwie matt schwarz mit zwei Chromstreifen drauf, so schlicht und einfach halt irgendwie so. Oder Chrom mit schwarz matt Streifen, irgendwie sowas. Naja, irgendwie so, nee, da muss was anderes her, da muss irgendwie was, so, was du sonst noch nie gesehen hast, habe ich ein bisschen nachgedacht über World und dann. Ja, weil du beim Golf schon noch so ein Hörnchen hast, dann kannst du ja auch beim Skyline. Ich fahre mal mit euch jetzt hier ins Licht, um das nochmal zu zeigen. Ich finde das ja so geil mit dem Männchen. Das kostet Arbeit, das glaubt ihr gar nicht. Wenn man hier steht, hat man meistens vielleicht Glück, dass da mal einer vorbeikommt und dann auch nochmal guckt. Das hatte ich gestern zum Beispiel. Ich habe mich mal ein bisschen irgendwo hier und da hingestellt. Ja, also war schon nicht schlecht. Also sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Sowas muss einem ja auch erstmal einfallen. Die Zeit musst du haben, das zu stylen. Und ich weiß, dass es viele Need for Speed Let's Plays gibt. Aber nicht jeder präsentiert dann euch in Abständen. Ich versuche auch anderen Content zu schieben auf meinem Kanal. Ja, also sieht doch ganz geil aus, finde ich. Ich habe versucht, da nicht wirklich das Bodykit zu ändern oder so, weil. Dann lasse ich im Urzustand. Da sind schon Bodykits und so weiter, aber die irgendwie. Nee, das versaut das irgendwie von der Optik her. Aber ich denke, das sieht nicht mehr irgendwie so Skyline so ein bisschen. Nee. Also bleibt das so, wie er ist. Was will die? Ja, wollen wir das machen? Was ein Bild. So, gut, okay. Dann hören wir jetzt mal auf, ein bisschen rumzufentern hier. Und dann machen wir mal, fangen wir mal an. Whiskey Devil. Ja, warte mal. Ich wollte ja mal wegen Nachrichten. Manu-Style, Hombre. So, hallo. Ja, das mit den Cops habe ich vor kurzem erst gemacht. War ich wieder ein bisschen in freien Fahrt rumgefahren mit dem lieben Tiberien, der zwischenzeitlich auch bei uns im Community TS ist und ja, ey. So, ich weiß gar nicht mehr, was das letztes war, glaube ich, das war von ihr gerade. So, jetzt will ich das. Hombre, irgendwo muss man anfangen, oder? Ich schicke dir ein oder zwei Locations. Sieh sie dir an. Vielleicht sind sie ja brauchbar. Okay, bis später, Mann. Alles klar. Okay. So. Jetzt steht mehr auf dem Spiel. So. Entkomme einer Verfolgung mit. Ja. Geschafft hatten wir das. Ach, noch mehr. Ach nee, da ist es wieder. Ach, das ist wieder was eine andere Vorgabe. Yeah. Lass alles stehen und liegen. Hey, ist hier Amy. Wenn du dabei bist. Order der Karte anzeigen. Rot ist schneller. Ja.
Warum gehst du da jetzt raus? Ach so, ich muss erstmal drauf drücken. Ha! Fange jedes Mal irgendwie von vorne an. Ah, ich hoffe, ihr habt gut geschlafen, Leute, und ihr genießt dieses Need for Speed Let's Play von mir. Wir gehen ganz schön was ab. Zeit fahren. Ja, gut. Auf los geht's los. Besiege jetzt 200 Vergiss nicht, du musst die Zielgeschwindigkeit erreichen, damit der Lauf zählt, okay? Los. Ich muss ja, ich habe, ich bin ja Let's Play. Ja, ich muss ja reden. Oh. Ja, ich bin gerade so konzentriert. Ey, vielleicht lieber dann doch nicht jetzt einfach mal fahren. Ach, 32. So, wenn ich mir überlege, dass die. Eigentlich wollte ich in der Garage noch die Änderung, dass er ein bisschen mehr ins Driften reinkommt. Auf der Skyline, da schafft sie diese Vorgabe da. Ich bin echt gespannt, ey. Da fährt das Taxi aber schnell, ey. Dieser ganze Müll, wenn du zu nah ranziehst hier. Haben wir ein bisschen abgekürzt, okay. Man muss ja nicht immer der Straße verfolgen, aber besser ist, man weiß hier nie, ob jetzt mal ein Bordstein kommt oder so oder nicht. Ja, Jochen, ihr Brett, Dummer. Ich habe da schön vinylisiert, und dann kommt da dieser Drecks-Pickup, Alter, und knutscht dann unser Elfenbein, ey, das gibt's ja mal wohl gar nicht hier, ey. Das ist ja mal da ganz normal. Aber deswegen, ja. Wenn man vielleicht nach dem Fallen gehen kann. Oh! Oh Mensch, ey. Haben wir das jetzt geschafft oder nicht? Ich sag, scheiße, da war schon das Ziel. Kacke. Vielleicht hätte ich mal ein bisschen Nitro geben können. Galu, Galu. Erfolgreich, ja, so ist das schön. Aber leider waren wir nicht schnell genug. So. Alter Verwalter, jetzt willst du es aber wissen. Da ist sie. Da ist sie doch. Ja. Mutti. So, und auf der Karte anzeigen. Auf los geht's los. So, zack. Teleporting. Teleporting. So, mein Schluck aus meinem Cappuccino. Los geht's los, aber auch auf alle. Hey, du brauchst gute Traktion für das Bergrennen. Schau, oh nee. Ob dein Wagen gut genug ist. Oh Mann.
Oh, oh, Jochen! Okay, die driftet nicht so viel wie ich. Ja. Oh, 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 oh. Oh, zieh doch mal rüber. Komischer Controller. Hier. Ah, dieses Billigding. Ich hab das Problem. Oder das komische Gefühl, dass dieser Billig-Controller, den ich mir gekauft habe, nicht so das wahre Jakob ist. Ich muss doch nicht vorwärts. Jetzt geh mal hier. Wissen, was die in ihrem Moped drin hat. Ey, ey, komm. Oh. Ich habe jetzt woanders hingeguckt, das war jetzt mein Fehler. Oh Mann, jetzt hör auf, dich da rein zu. Stopp. Ich habe jetzt den Siebstieg gerade geguckt, weil er hoch und runter und hier und da. Bei uns ist immer zwischendurch mal mehr los und mal mehr weniger los. Und wenn ihr Bock auf nette Schwänzeschnuller habt, no, dann kommt doch einfach mal bei uns in Teamspeak rein. Aber Hauptsache, ihr seid, benehmt euch erwachsen. Wir haben zwischenzeitlich schon welche gebannt, die sich als Kinder unreif halten haben. Ja. Egal, ob sie jetzt 18 sind oder so, aber das Verhalten war einfach 16-like oder 12-like. Also, sowas überlebt bei uns nicht lange. Wenn da irgendwie wer krumm kommt oder sich wer gestört fühlt, wird der dann mit Ansage gebannt auch, weil diese Spielereien wollen wir nicht mehr haben. Es gibt einige, die sich einfach nicht benehmen können, ja. Weniger driften vielleicht, dann klappt es auch mit den Nachbarn. Also vom Gas runtergehen. Na, man zieht auf einmal komisch rüber, ey. Ich denke, hä? Hey, was ist denn los mit dir, du Kackschüssel, ey? Du Reisfresser, ey. Alter, macht ihr auf einmal solche Flachsen hier? Ich hab nicht mal gelenkt. Er zieht nicht rüber. Was ist dieses? Gibt's doch wohl nicht, ey. Was zum Geier? Eins und Ding. Oh, du kommst doch nicht mal wieder ran. Boah, ey. Hör doch. Ja, das war die Ecke von gerade. Eine komische Kurve, mal ganz ehrlich. Eine ganz komische Kurve ist das. Gibt's doch nicht, ey. Komm rum! Meint ich bremse umsonst auf Handbremse oder was? Vielleicht mal ein bisschen vom Drift wieder runternehmen, aber ich meinte am Anfang, dass ich den voll auf Drift setzen muss, damit ich die Kurven reinkriege. Mann, ey, was ist denn mit den Dingen hier? Da lässt sich aber echt komisch fahren, ey. Im Gegensatz zu The Crew hast du ein ganz anderes Fahrverhalten. Und jedes Rennen hat alle ihre eigene Fahrverhalten oder sowas nach dem Motto. Nicht ist irgendwo mal was gleich. Die driftet nicht so viel. Boah, das gibt's doch nicht, Alter, wie das Moped von ihr. Ah, Mann! Oh, ey. Ja, das hätte ich vielleicht mal ein bisschen umstellen, also nicht immer sofort. Oh, ich dachte, ich wollte gerade ausfahren.
nicht direkt geradeaus fährt. Eieieiei. Ah! Okay, hier war das Ziel. Der frisst sich dann aber auch so eng in die Kurve rein. Ah. Okay, so. So, und Anruf, komm. Mach hin da. Oh, hier im Rennen gibt es eigentlich so einen oben einen Anruf. Willst du nicht? Das Auto sieht aus. Gut, okay, dann nicht, dann, ne? Jetzt steht, ja, ach, das mit deinem Dings, das kacke ich drauf. So, Ort auf der Karte anzeigen. So, mach mal hin hier. Aber Manu-Style. Also immer was von den Cappuccino nehmen, sonst wird er kalt. Boah. Also gut, ist ein Cappuccino, kann man auch kalt trinken. Zeit fahren. Jupp, Hetz, Schleudergang, schwer. Oh Mann. Temperium, 2 Minuten 49. Okay, dann wissen wir ungefähr, wie lange wir da unterwegs sind. Schwer. Oh, weia. Komm, wir versuchen es mal. Vielleicht schaffen wir das ja. Ich weiß ja nicht, bei unserem Level, das wir jetzt haben, dass wir da... Es gibt nur eine Möglichkeit, die Location zu testen. Gas geben. Dass wir mit unserem Level jetzt schon auf Level... Ich bin in der Garage. Komm rüber. Wir haben da was zu besprechen. Okay, sie ruft an und er quatscht. Geil. Wow. Was ist jetzt? Ja, andersrum. Wer legt sich denn hier so ein? Oh Mann, ey. So was würde ich nicht mal fahren, wenn ich die Bullen abhänge. Ich muss auf der Piste bleiben. Ah, was ist das denn hier? Links rum, komm! Ah, wegen so einem Idioten. Mann, ey, was soll das denn jetzt? Wo soll ich denn jetzt lang, du Wichsbirne, ey? Boah, hier wird die Strecke aber auch scheiße, ey, wegen dem Assi da. Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr auch vor euch verfahren hättet. Ich brech ab, Mann. Was ein Quatsch. Jo, jo. Da steht so ein Vollidiot. Das ist das, was ich ganz am Anfang mal sagte. Dass sie hier bei deiner Karriere irgendwelche andere Fahrer mit drauf hast, das ist mal, das stört da so ein bisschen. Ey, ja, ne? So, ich muss nichts mehr zu sagen, ihr wisst jetzt, was ich meine. Willst du mich verarschen oder was, du dumme Sau, ey? Bis dahin und nicht weiter. Ja, das ist mit diesen freilaufenden Vollpfosten hier, ey. Das haben sie echt mal versaut, ey. Das ist echt mal kacke. Das nervt echt. Also mich nervt das. Ja, guck mal, überall stehen diese Knalltüten rum. Boah. Was ist das denn? Ja, genau. Ach komm schon.
Ob ich jetzt die Wand mitgenommen hätte? Alter, was ein Quatsch, ey. Ja. 3, 9, Abschlusszeit 3, 6. Zielzeit. Boah, Alter. Ja, wegen diesem ganzen Scheiß auf der Straße da, war das nicht möglich. Also wir haben das nicht bestanden. Nee. Da war da so eine 30 Sekunden im Weg. Ja. Wegen diesem ganzen Dreck auf der Straße da. Ganz toll. Ich freue mich jedes Mal. Boah, dann mache ich jetzt als Maul. So. Machen wir erstmal das hier. Immer Cappuccino runterkriegen. Aber ich denke mir, wenn ich das jetzt nochmal fahre, hast du wieder diesen Idioten, der da genau da steht, wo man driften muss für die Karriere. Also muss ich jetzt erstmal was anderes fahren. Ich denke, dass dieser diese Hashtag Much, weißt du, da, dass er erstmal weg ist, ey.